Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video meiner 2048 Games Serie. Heute will ich weitermachen mit dem Tile View und will ihm dabei ein Label geben und zufällig eine 4 oder 2 spawnen. Dazu will ich noch den Text dann aktualisieren können. Ja, ich wollte eigentlich viel mehr machen in diesem Teil, aber ich habe vorher was aufgenommen und dann wird es einfach so unglaublich lang und zäh, deshalb will ich das in kleinere Stücke verteilen, weil ich will jetzt nicht wirklich nicht die Serie länger ziehen, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern ich will es einfach richtig rüberbringen. Und vorher hatte ich einfach das Gefühl, dass ich dann da getippt habe und dann kann man so gar nicht mehr so in den Sinn von dem Ganzen dahinter, und deshalb will ich das Ganze in kleineren Schritten machen. Ich bringe auch jede Woche jetzt 2 Videos raus, deshalb keine Angst, es wird wahrscheinlich genauso schnell kommen, als wenn ich jetzt ein halbe Stunde Video hätte, das dann nur am Samstag erscheint. Deshalb mache ich einfach 2 Videos und die dann ein bisschen kürzer. Ja, in unserem Tileview brauchen wir natürlich zuerst einmal nicht nur den Hintergrund, wie wir ihn hier sehen, sondern wir brauchen natürlich auch unser Label. Und dieses Label erstelle ich jetzt einfach mal. Wir haben es ja schon in der H-Datei erstellt, praktisch. Und jetzt müssen wir jetzt noch initialisieren. Deshalb sagen wir jetzt hier, NumberLabel ist gleich UI-Label. Alloc init with frame. Und hier müssen wir jetzt den CG-Rect-Make-Frame einfügen, den wir in dem Tile-View geben wollen. Das heißt, wir wollen jetzt 20 Pixel von links weg und von oben wollen wir aber 0 weg, denn wir wollen die Breite ausnutzen und genauso die Höhe. Also ich habe das ausprobiert und so ist es ungefähr in der Mitte, denn unsere Labels, der Text in dem Label ist links, also nach links ausgerichtet. Das heißt, er ist ganz links, deshalb will ich hier 20 Pixel von links weg, damit wir ein bisschen mehr in der Mitte sind. Ja, jetzt brauchen wir NumberLabel, die Text Color brauchen wir, und dazu sage ich einfach UI Color Black Color, und dann geht es noch weiter mit NumberLabel Set Background Color, denn wir haben normalerweise für ein Label dann auch einen Background, den wollen wir aber nicht haben, wir wollen den transparent haben, deshalb gibt es UI Color Clear Color für eine transparente Hintergrundfarbe. So, jetzt geht es weiter mit NumberLabel, Set Font, und hier wollen wir jetzt UI Font, Font with Name auswählen, und da ich mich da auch nicht so auskenne, nehme ich hier einfach mal Arial, weil das kenne ich zumindest, und sage 20,0 soll die Größe sein. Ja, jetzt wollen wir aber natürlich noch den Text festlegen, also die Nummer festlegen, und dazu haben wir ja unsere Number als Integer-Wert, und den wollen wir aber wie im echten Spiel automatisch randommäßig aussuchen. Also es wird da im echten Spiel auch einmal wird 2 generiert, einmal eine 4 und so weiter und so fort. Und deshalb will ich jetzt noch einen Random-Wert machen. Sage nicht ich if, sondern int. Rand start nenne ich diesen Wert einfach und sage hier argv_random%2. Ja, warum 2? Ganz einfach, weil, und ich habe hier schon wieder so ein komisches Zeichen gemacht, %2, denn ich will einfach 2 Fälle, 0 oder 1, und dann kann ich entscheiden, bei 0 soll der Text, soll die Nummer 2 sein, bei 1 soll die Nummer 4 sein und so weiter und so fort. Und das geht dann immer so weiter. Ja, jetzt können wir auch die if-Bedingungen programmieren und sagen hier if randstart gleich gleich 0. Dann mache ich das in so kleinen if-Bedingungen, meistens in eine Zeile, und sage hier self.number ist gleich 2. So, jetzt geht es weiter mit else-Bedingungen. Wir haben ja nur einen anderen Fall, deshalb sagen wir else self.number ist gleich 4. Und schon haben wir unsere richtige Nummer ausgewählt, randommäßig natürlich. Jetzt müssen wir nur noch sagen number-label setText, nicht setText-color, das haben wir schon, setText, und jetzt einen ns-String auswählen, string with format, und hier fügen wir ganz normal einfach, upsala, was wurde da an der Dropbox gemacht? Entschuldigung.
Hier fügen wir ganz normal die Zahl ein mit %d, also einen Integer und einem Komma. Dann sagen wir hier randstart und schon wird unsere Nummer hier eingefügt. So, ja, theoretisch können wir hier auch self.number nehmen. Das wäre eleganter, denn wir haben ja hier randstart nur temporär, wollen wir das, und nicht die ganze Zeit. Ja, hier legen wir natürlich noch die Matrixposition fest, das haben wir ja schon gemacht. Was wir jetzt noch machen müssen, ist eine Zeile programmieren, die wichtig ist, denn unser Label ist jetzt zwar schön und gut, also die Logik und so ist alles da, aber es wird noch nicht angezeigt, denn wir haben es noch nicht zu seinem Superview hinzugefügt. Und der Superview ist in diesem Fall der TileView. Deshalb sagen wir self add subview number label und schon wird unser number label dem View hinzugefügt. So, ja. Hier habe ich noch was von der vorherigen Aufnahme, aber es ist wirklich nur das. Genau das wollte ich jetzt eigentlich machen. Wir brauchen eine Methode, die da heißt actualizeText. Denn jedes Mal, wenn eine 4 und eine 4 zum Beispiel zusammenkommt, kommt dann eine 8 raus. Und diese 8 muss ja irgendwie, es muss dem Teil irgendwie gesagt werden, dass dann eine 4 und eine 4 drinstehen muss, also sprich 8. Und diese Methode müssen wir hier programmieren, die actualizeText-Methode. Füge ich hier einfach unter die initWithFrame-Methode ein und sage hier void actualizeText. Und der Inhalt ist einfach numberLabel setText. Und hier können wir das Ganze hier kopieren. Fällt mir gerade auf. Denn wir aktualisieren ja hier nur den Text und das Gleiche machen wir eigentlich beim Initialisieren auch. Nur, dass hier die Nummer natürlich noch nicht geändert wurde. Ja, wenn wir jetzt auf Run klicken, dann sollte zumindest eine 2 oder eine 4 starten, zufällig. Hier kommt jetzt eine 4, okay, eine 2, wieder eine 2, 4, 4, 2 und so weiter und so fort. Natürlich ist hier noch nichts mit Logik oder so, aber den Teil mit der Logik will ich dann nächstes Mal rausbringen, das heißt am Samstag, genau. Und der könnte dann auch wieder ein bisschen länger werden, denn da müssen wir die TryToMove-Methode schon mal, sage ich schon mal vorab, programmieren. Und diese TryToMove-Methode hat es in sich. Also da will ich mich richtig konzentrieren können. Und ja, wie gesagt, deshalb in mehreren Teilen, in mehreren kleinen Teilen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Insofern danke fürs Zuschauen. Und ja, es kommt ja jetzt jede Woche, wie gesagt, 2 Videos raus. Deshalb geht es auch relativ schnell mit dem nächsten Teil, also in 3 Tagen sozusagen, oder in 4. Ja, wie gesagt, sage ich wie gesagt oft. bis zum nächsten Mal. Tschüss.